Hallo liebe Freunde der papiergebundenen Wissensvermittlung und herzlich willkommen zu einem neuen Video einer neuen Buchrezension. Heute soll es um ganz schwere Kost gehen, nämlich um das ohne Zweifel größte und schwerste Buch in meiner kleinen wachsenden Bibliothek. Dieses Buch hat 13,2 Kilogramm laut meiner Küchenwaage übrigens. Dieses Buch hat den Titel Erinnerungen an die Tigerabteilung 503, die schwere Panzerabteilung 503 an den Brennpunkten der Front in Ost und West, herausgegeben von Dr. Franz Wilhelm Lochmann, Richard Freier von Rosen und Alfred Rubbel. Dieses Buch ist in einer anderen Form ursprünglich 1990 als ein Erinnerungsband von und für die ehemaligen Mitglieder dieser Einheit erschienen. Später wurde dann auch eine deutsche und eine englische Version davon für die breitere Öffentlichkeit herausgebracht und insbesondere das Interesse an der englischen Version hat dann dazu geführt, dass 2010 eine zweite überarbeitete, erweiterte Ausgabe dieses Buches veröffentlicht wurde und das ist dann auch die Version, die ich hier in Händen halte. Bevor ich auf das Buch nochmal genauer eingehe und weiter eingehe, möchte ich noch etwas aufgreifen, das hier auch im Vorwort erwähnt wird und das ist eben das, oder auch eingegangen wird im Vorwort ist, und das ist der Titel. Erinnerungen an die Tigerabteilung 503. Dieses Buch soll ein Buch sein und ist ja auch von Anfang an ein Buch gewesen, das die Erinnerungen der ehemaligen Mitglieder dieser Einheit sammeln und bewahren soll. Es hat nicht den Anspruch, eine wissenschaftlich aufgearbeitete Einheitsgeschichte dieser Einheit zu sein. Und sagt auch ganz klar, dass es das nicht sein kann, gerade auch, weil das Kriegstagebuch dieser Einheit am Ende des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen ist. Dabei sind sich die Herausgeber, auch die Autoren der verschiedenen Artikel, auch absolut bewusst, dass nach so vielen Jahren, nach den Ereignissen, viele Erinnerungen nicht mehr 100% genau sein können und dass deswegen auch bestimmt Fehler oder Ungenauigkeiten mit enthalten sind. Ich finde, wenn man diese Einschränkung kennt und wenn man weiß, dass das auch durchaus mit eingerechnet wurde quasi bei der Erstellung dieses Buches, hat das Buch trotzdem seinen Reiz und auch diese Beiträge haben trotzdem ihren Wert. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, zum Ende der Einleitung hier. Eine schwere Panzerabteilung war eine unabhängige Panzereinheit im Zweiten Weltkrieg von Wehrmacht und Waffen-SS, in der die Tiger-Panzer und Tiger-2-Panzer organisiert waren. Diese waren nämlich in der Regel nicht Teil der normalen Panzerdivision, sondern eben unabhängige Panzereinheiten, die dann zur Verfügung der höheren Führungsebene oder auf Korpsebene, was auch immer, zugewiesen werden konnten, normalerweise oder nach dem Gedanken, wie man es entwickelt hat, zur besonderen Operation, zur besonderen Durchbruchsoperation oder vielleicht auch Verteidigungsoperationen. Deswegen hier der Fokus auf eine bestimmte Einheit mit diesen doch interessanten Fahrzeugen. So wir das jetzt alles geklärt haben, wollen wir noch mal einen genaueren Blick auf den Inhalt des Buches werfen. Schauen wir uns also zunächst den Inhalt und Aufbau dieses Buches an. Hier ist es schwierig, den Inhalt und den Aufbau des Buches in einem Satz auf einen Nenner zu bringen. Denn dem Charakter des Buches als Einheitserinnerung und dem Anspruch, dass möglichst viele ehemalige Mitglieder der Einheit zu Wort kommen sollen, ist eben auch geschuldet, dass es viel unterschiedliche Artikel gibt, die unterschiedlich geschrieben sind und dann auch viele verschiedene Aspekte aufgreifen rund um die Abteilung 503. Dabei sind diese Kapitel grob chronologisch geordnet und bilden alles Mögliche ab. Dazu gehören auf jeden Fall, und natürlich würde ich sagen, viele Einsatzberichte rundherum, was diese Menschen dort erlebt haben, diese Soldaten dort erlebt haben, aber auch Artikel zum Beispiel zur Einordnung und zu der Bewertung durch die Veteranen der eigenen Panzer, der eigenen Fahrzeuge, die sie sonst noch hatten, aber auch der Feindfahrzeuge und sonstigen Feindausrüstung, gegen die sie gekämpft haben. Dem Charakter als Erinnerungsbuch einer schweren Abteilung oder dieser Panzerabteilung ist dann ein Abschnitt geschuldet, wo auch Porträtbilder vieler Mitglieder dieser Einheit vorhanden sind. Insgesamt
ist die große Vielzahl von Inhalten schwer wiederzugeben jetzt hier in so einem kurzen Abriss. Vielleicht kann man das Buch auch besser beschreiben als eine Art Sammelband zum Thema schwere Panzerabteilung 503. Herausstechen beim Inhalt auf jeden Fall die vielen und auch außergewöhnlich aus meiner Sicht, an meiner Erfahrung heraus, großen Bilder. Da sind sehr viele Originalaufnahmen dabei von Mitgliedern. Einige kennt man aus vielleicht auch einigen anderen Fachbüchern, ne, wo sie schon erschienen sind. Aber es ist auch viel Neues dabei oder anderes dabei, was man nicht so oft sieht. Auf jeden Fall sehr interessant. Da ist von Bildern aus der Kalmückensteppe vom Anfang des Buches bis hin zu Königstigern vor dem Arc de Triomphe in Paris wirklich alles dabei. Der Einband des Buches, den Sie ja gerade schon gesehen haben, das ist übrigens ein Bild aus einer Wochenschau, der es auch immer gerne benutzt wird, um zum Beispiel Fernsehdokumentationen zum Zweiten Weltkrieg oder auch gerade auch der Ardennenoffensive zu bebildern. Das ist also eines der Bilder, die man schon gut kennt. Insgesamt ist das Buch eine interessante Mischung an Informationen und Bildern rund um das Thema schwere Panzerabteilung 503. Kommen wir nun zu den besonders erwähnenswerten, aus meiner Sicht, negativen und positiven Aspekten zu diesem Buch. Auf der negativen Seite kann ich eigentlich nichts weiter sagen als das, was ich schon in der Einleitung gesagt habe. Wenn man sich dieser Einschränkung des Buches bewusst ist, dann ist das Buch für mich völlig okay und ja, ich habe keine weiteren negativen Punkte. Auf der positiven Seite allerdings finde ich es besonders erwähnenswert und besonders schön an diesem Buch, dass man einen wirklich tollen Einblick in die Gedankenwelt der Veteranen, der ehemaligen Soldaten bekommt, zu sehr vielen Themen. Zum Beispiel, wie haben sie ihren Tiger selber eingeschätzt? Wie haben sie sich in ihm gefühlt? Wie haben sie ihren VW Kübel gefunden? War der toll, war der schlecht? Es ist einfach ein faszinierendes Fenster in die Gedankenwelt dieser Menschen, die damals in diesen Fahrzeugen gekämpft haben. Dazu kommt noch, dass nicht nur vom Modellbauer die vielen Originalaufnahmen in diesem Buch wirklich interessant sind. Auch dadurch, allein schon durch die Bilder, bekommt man einen tollen Einblick in das Leben dieser Menschen. Und auch nicht zuletzt meiner Meinung nach macht das Buch durch seine Größe und vielleicht auch durch sein Gewicht im Schrank einiges her. Wenn man also seine Besucher mit seiner Belesenheit beeindrucken möchte, dann kann man das mit diesem Buch wunderbar machen. Oder auch, wenn man vielleicht eine Hundehütte im Garten bauen will, ist dieses Buch sicherlich ein tolles und starkes Fundament. Abschließendes Urteil zu diesem Buch. Das Buch ist kein wissenschaftliches Geschichtsbuch und das will es auch nicht sein. Und wenn man das vorher im Vorwort zum Beispiel erwähnt, was hier geschehen ist, dann ist das auch völlig okay. Vielmehr ist das Buch ein faszinierendes Fenster in das Leben und Sterben einer schweren Panzerabteilung im Zweiten Weltkrieg. Für einen Preis von etwa 50 Euro bekommt man hier einiges geboten. Wenn Sie sich interessieren für den Zweiten Weltkrieg und auch insbesondere für Tigerpanzer, dann kann ich Ihnen den Kauf dieses Buches nur wärmstens empfehlen. Wenn Sie sich nun entscheiden, dieses Buch zu kaufen, dann schauen Sie doch mal im Online-Shop des Deutschen Panzermuseums vorbei. Dort können Sie dieses Buch und viele andere Bücher zum Thema Panzer kaufen und unterstützen damit auch noch die Arbeit dieses tollen Museums. Weitere Leseempfehlungen zu diesem Thema habe ich diesmal zwei, und zwar wie so oft, Der Panzer und die Mechanisierung des Krieges von Markus Pöhlmann, ein Buch, das die Geschichte der gesamten deutschen Panzerei von 1890 bis 1945 aufgreift und wunderbar insgesamt kontextuell erklärt und aufarbeitet. Ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Aber auch jetzt mehr zum Tiger und gerade da auch der technischen Seite des Tigers, nicht so sehr des Einsatzes oder fast nicht des Einsatzes, das Buch von Spielberger und Doyle, Der Panzer 6 Tiger und seine Abarten, wie gesagt, aus dem Motorbuchverlag. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und viel Spaß beim Lesen.